Maximilian ist der Sohn von Kaiser Friedrich vom Heiligen Römischen Reich und reist in dieser Geschichte nach Burgund, um dort Maria von Burgund zu heiraten, die Tochter von Karl dem Kühnen, der gefallen ist, und um die Mächte zu vereinen und im Prinzip eine Zwecksehe einzugehen, dann Herzog von Burgund zu werden und sich aber auch dann in sie zu verlieben. Das Besondere bei dem Zusammenspiel von Christa und mir war ja, dass sie Französisch gesprochen hat und ich Deutsch. Und wir haben uns eben auf Englisch verständigt, hatten aber in den Szenen nicht die gleiche Sprache, mit der wir kommunizieren konnten. Und das war am Anfang meine Angst, dass es da irgendwie, dass dadurch eine Distanz entstehen könnte. Und das Tolle war zu sehen, dass es gar nicht der Fall war, sondern dass es sogar manchmal noch intensiver wurde, wenn man eben nur die Augen und den Körper hatte eigentlich, wo man drauf reagieren konnte. Man konnte sich so konzentrieren einfach auf den Menschen, der da vor einem steht. Und das hat total intensiv gemacht und gut funktioniert und war eine super schöne Zusammenarbeit. Besonders gefallen hat mir, dass der eben eine Entwicklung durchmacht. Also, dass der am Anfang ein sehr hitzköpfiger, impulsiver Mensch ist, der sich eigentlich freimachen will von diesen ganzen Erwartungen. Das ist zum Beispiel auch wieder eine schöne Sache, so der Konflikt mit dem Vater. Friedrich zieht sich immer zurück und geht in die Defensive und das macht ihn extrem aggressiv, den Maximilian. Und deshalb ist alles, was er tut, auch irgendwas, was gegen den Vater gehen soll und eine Provokation vielleicht gegen den Vater. Und dann fängt er auch an, irgendwann strategisch zu denken und eben für das Volk zu denken und politisch zu denken. Das sind ganz tolle Szenen einfach, weil sich das auch entwickeln muss und weil man auch zeigt, auch so jemand, der eigentlich extrem selbstbewusst und oft auch arrogant durchs Leben geht, wie so jemand auch feinfühlig sein kann und Ängste hat und die dann ablegt, so in der Intimität mit einem Menschen. Und das ist das Tolle ja auch an Filmen, dass man so aufeinander trifft für so eine kurze Zeit und dann ganz eine ganz intensive Zeit hat und da was Gutes draus macht. So wie ich jetzt zum Beispiel mit Stefan Pohl, der Polheim gespielt hat, gucken muss, dass ich mit dem auskomme über die ganze Zeit, muss man das ja mit dem Regisseur auch immer. Und man muss Wege finden, wie man zusammen funktioniert und kommuniziert. Und bei Andreas war auch immer, dass ich hier das Gefühl hatte, ich bin eben auch Mitwirkender der Geschichte. Ne? Also ich bin nicht nur eine Puppe, die man hier hinstellt und dann machen lässt oder irgendwelche Anweisungen nur gibt, sondern man konnte zusammen danach suchen, was wollen wir aus der Szene machen und so. Und einfach eine gute Zusammenarbeit.